Karte. Wir haben das Teil hier freigeschaltet, dieses Puzzle. Cool. Gehen wir puzzeln. Mal wieder. Ganz in der Nähe findet gerade ein Verbrechen statt. Bin beschäftigt. Kannst du dir das mal ansehen? Ne. Ah, du musst der sein, den die Agentur geschickt hat. Ja, bist du bereit, klar. Mir beim Testen meiner brandneuen Glühbirne zu helfen? Strom ist derzeit wirklich teuer, deshalb könnte ich einen riesigen Hamster wirklich gut gebrauchen. Aber zur Not reichen auch Zeitarbeiter. Ein riesiger Hamster, ja, ja. Ich hab was Dein Lohn ist da drin. Du bekommst ihn, wenn du mir hilfst, meine Erfindung zu testen. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Zu viele Faulenzer nehmen sich das Geld, bevor sie einen Finger rühren. Okay. Ich hab was Besseres als ein Hamster. Baum. So, aber zuerst... Kaum zu glauben, dass manche Leute nicht die aktuellsten Hydra-Landeplatzvorschriften kennen. Wie peinlich für die. Ja, ganz peinlich. Ich weiß, die Kabel sind ziemlich unordentlich, aber ich finde Ordnung irgendwie langweilig. Dreht sich in die Richtung. Mutti ist besiegt. Und Berlin sucht nun einen neuen Kanzler. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, das war voll cool. Noch nicht genug Saft. Wir brauchen Strom von beiden Seiten. Ja, es fehlen ein paar Teile von diesem Dingsbums. Sie sind in meinen Prototypen eingeschlossen, damit sich keiner damit aus dem Staub macht. Wenn du ihn mit Strom versorgst, kommst du an die fehlenden Teile. Ah, okay. Okay. Komm her, Strange. Strange. Blaue müssen wir drehen. Müssen wir das Grüne drehen. Eieiei. Nicht in diese Richtung. Wo kriege ich wohl einen dieser futuristischen, tragbaren Fernsprechapparate her? Gar nicht. Du bist nicht cool genug für einen solchen Fernsprechapparat. Dieses vornehme Sushi-Restaurant lässt jetzt wohl jedes Ding rein. So. Gut, jetzt müssen wir. Da ist letztens jemand auf einer Sphinx durch die Stadt gefahren. Das muss doch sicherlich ein Gesetzesverstoß gewesen sein, oder? So, aber das funktioniert jetzt, ja? Gut, der Schaltkreis ist gar nicht so schlecht. Oh, tja, na wenigstens habe ich mir alles notiert.
Ach ja. Ich bin Droop. Schön, ne? Ja, finde ich auch. So, hier war irgendwo Stan Lee, den wir retten können. Let's go, Groot. Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Du dumm. Das ist natürlich doof. Wie ist er da noch wieder reingekommen, der Gute? Meine Magie scheint hierfür gut geeignet zu sein. Geschafft. Noch ein Gastauftritt für meine Liste zu Hause. Ach, nur deshalb. Okay. Nur deshalb. Gut. Dazu Karte. Es sieht so aus, als hätten wir diesen Manhattan-Part jetzt soweit fertig. Dafür brauchen wir ein Motorrad, das müssen wir uns dann irgendwo noch suchen. Das Ding haben wir uns noch nicht freigeschaltet. Genauso wie das hier, das haben wir uns auch noch nicht freigeschaltet. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie man diese Teile freischaltet. Aber wir könnten hier mal reingucken. Hier ist einiges. Und da die Lücke quasi zwischen Westen und Manhattan schließen. Gut, dann gehen wir darüber und fangen am besten ja, mit der Statue an. Da will ich hin. Stoppe das Verbrechen, das jetzt... Ich bin eine starke, unabhängige Frau mit Exoskelett. Ich brauche AIM nicht. Nicht mehr. Don't push. Wunderschön. Gehen mir auf die Nerven. Kann denn nicht endlich jemand den Krieg erklären? Ich bin immer nicht mit dumm. Der Ruhe. Mir ist klar, dass ich für AIM schon immer entbehrlich war. Immer wieder war ich auf Missionen, von denen ich nicht zurückkommen sollte. Aber ich bin zurückgekommen. Mit Rache als Souvenir. Eigentlich möchte ich Befehle von AIM nicht ignorieren. AIM hat mir aber nie befohlen, mich nicht gegen sie zu stellen. Ein Anfängerfehler, für den sie bezahlen werden. Hat jemand Kampf gerufen? Nein? Oh, hab ich mir hey! Als erstes müssen wir ahnungslose AIM-Agenten aufspüren und ihnen klarmachen, dass die Handlungen ihrer Vorgesetzten, die Jahrzehnte her sind und nichts mit ihnen zu tun haben, Konsequenzen haben. Ich muss ihn finden, bevor es zu spät... Namenlose AIM-Agenten. Ihr werdet eliminiert. Bei der Macht des Auges von Agamotto! Befehle... Stellt die Gegenwehr ein. Ihr habt eine Erfolgschance von 0%. Mir ist aufgefallen, dass noch niemand eine Nationalhymne für unsere großartige Nation... Suchen wir weitere glücklose Freizeit-Aimler. Hoffentlich sind das die Taten, die meiner Karriere den Anstoß geben, die sie braucht. Ich habe gehört, dass Howard die Ente in letzter Zeit recht erfolgreich ist. Voll erfolgreich. Eure Verbindung zu unserem gemeinsamen Arbeitgeber wird euer Ende sein.
Meine Gedankenstrahlen können Stahlplatten durchdringen. Wie wollt ihr da mit eurer Imkerkluft mithalten? Interessante Frau. Ich bin der mentale Organismus, designt für aggressive Manöver. Und dieses Manöver wird besonders aggressiv. Macht Platz für Modem! Vielleicht schaue ich nachher beim Minigolfplatz vorbei. Ja, geh mal vorbei, schau beim Minigolfplatz. Gebt auf oder macht euch kampfbereit. Mehr hat AIM nicht zu bieten. Diese Millennials sind erbärmlich. Ach ja. Schön. Langsam glaube ich, dass diese mutwillige Gewalt mir vielleicht nicht das Gefühl des Abschlusses bringen könnte, das ich herbeisehne. Probieren wir es noch einmal. Vielleicht geht's mir dann besser. Vielleicht. Eventuell. Du bist zu langsam. Sie werden gar nicht wissen, wer sie erwischt hat. In den meisten Fällen buchstäblich. AIM-Personalakten sind... Ja! Zerreißen, zerfetzen, schießen! Wache! Nun, das war spaßig. Eine Zeit lang. Ab einer gewissen Menge fast wehrloser über den Haufen geschossener Tagelöhner fängt man irgendwann an, die eigenen Handlungen zu hinterfragen. Und wir bringen AIM ja auch nicht wirklich zu Fall, indem wir uns die namenlosen, gesichtslosen und größtenteils unattraktiven Fußsoldaten vorknöpfen. Dampf ablassen tut aber hin und wieder auch mal gut. Jeder braucht ein Hobby. Vielleicht ist meins ja das Abknallen von AIM-Agenten. Lass uns das doch ein anderes Mal wiederholen. Interessant. Ich frage mich, ob das im Buch von Vishanti erwähnt wird.